Yoga hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Breitensport entwickelt. Angesichts seiner unzähligen Vorteile für unsere körperliche und geistige Gesundheit ist das kein Wunder. In unserem heutigen Video zeigen wir dir die 10 besten Gründe, damit anzufangen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Yoga fördert unseren Gleichgewichtssinn. Es ist noch kein Yogameister vom Himmel gefallen und aller Anfang ist auch hier ganz schön schwer, schweißtreibend und nicht selten von unfreiwilliger Situationskomik begleitet. Doch mit etwas Übung wirst du feststellen, dass deine Körperbeherrschung dank Yoga auch im Alltag leichter fällt. Nummer 2. Yoga hebt die Stimmung und beugt Depressionen vor. Die Kombination aus sanften Bewegungsabläufen, Atemtechniken und Meditation senken das Stresshormon Cortisol und regen den Körper quasi im Austausch dazu an, das Glückshormon Serotonin auszuschütten. Yoga macht demnach erwiesenermaßen glücklich. Nummer 3. Yoga reduziert Stress. Auch hier spielt die, wie im vorigen Punkt erwähnte, Kombination aus Hormonen, Atmen und Entspannung die Hauptrolle. Yoga senkt darüber hinaus unseren Blutdruck und sorgt für Stabilität in unserem Herz-Kreislauf-System. Dies stärkt unsere Stressresistenz. Nummer 4. Yoga kräftigt unsere Muskulatur. Wer gerne Muskeln an sich entdecken möchte, deren Existenz am eigenen Körper bis dato gänzlich unbekannt war, wird nach der ersten Yoga-Einheit ganz schön schauen. Vor allem wird man ohne fremde Hilfe am nächsten Morgen kaum aus dem Bett kommen. Doch mit der Zeit profitiert unsere Muskulatur ganz enorm davon, auf diese sanfte, aber effektive Art gestärkt zu werden. Nummer 5. Yoga sorgt für bessere Knochendichte. Diese Info ist vor allem für Frauen in den Wechseljahren interessant. Die Knochendichte nimmt mit zunehmendem Alter leider ab. Das Risiko für Osteoporose steigt mit jedem Lebensjahr. Neben gezielter Ernährung kann Yoga hier ganz ordentlich gegensteuern. Starke Muskeln stützen den gesamten Bewegungsapparat und entlasten Wirbelsäule und Gelenke. Der dank Yoga verbesserte Gleichgewichtssinn vermindert das Sturzrisiko erheblich. Nummer 6. Yoga erhält uns unsere Beweglichkeit. Auch wenn es in der ersten Yogastunde vielleicht nicht so scheint, Beweglichkeit ist auch im Erwachsenenalter noch trainierbar. Unsere Sehnen und Muskeln profitieren davon, regelmäßig sanft gedehnt und auch ein bisschen an ihre Grenzen gebracht zu werden. Hot Yoga wäre dafür besonders gut, da die Hitze im Raum unsere Muskeln dehnbarer macht. Nummer 7. Yoga lehrt uns besseres Atmen. Auch diese Erkenntnis kommt erst mit der Zeit, dafür bleibt sie uns aber nachhaltig erhalten. Viele Yoga-Positionen sind überhaupt nur mittels spezieller Atemtechnik möglich, sonst würde eine Ohnmacht drohen. Richtiges Atmen kann man lernen und es wird auch im Alltag ein nützliches Tool sein. Nummer 8. Yoga senkt den Blutzuckerspiegel. Die Kombination aus Stressreduktion, Senkung des Blutdrucks und allgemeiner Entspannung wirkt sich auch positiv auf unseren Blutzucker aus. Bewegung hilft bei der Reduktion von Körperfett, welches Diabetes Typ 2 unmittelbar beeinflusst. In diesem Fall sollte aber langsam und nur unter fachkundiger Aufsicht mit Yoga begonnen werden. Nummer 9. Yoga heilt und beugt Rückenschmerzen vor. Sitzen ist leider das neue Rauchen. Dennoch verbringt ein Großteil von uns sein Leben inzwischen sitzend. Rückenprobleme und Dauerschmerzen im Bewegungsapparat sind die unschönen Folgen dieses modernen Lifestyles. Yoga dehnt und streckt unseren Körper und bewahrt somit auch die chronisch unterforderten Rückenwirbel, Bandscheiben, Sehnen und Gelenke davor, es sich allzu gemütlich zu machen oder gar zu verkümmern. Nummer 10. Yoga hilft beim Abnehmen.
90 Minuten Hot Yoga können bis zu unglaublichen 1000 Kalorien verbrennen. Darüber hinaus sorgen der verminderte Stresslevel und der stabile Blutzucker dafür, dass wir weniger anfällig für Heißhungerattacken sind. Außerdem fordert uns Yoga geradezu heraus, uns mehr mit unserem Körper auseinanderzusetzen. Wir hören in der Folge besser auf seine Bedürfnisse, was gerade im Hinblick auf emotionales Essen, Frust- oder Stressessen eine große Hilfe sein kann. Unser heutiges Fazit: Nie war es einfacher als heutzutage, auch exotische Dinge wie Yoga zu lernen und einfach und unkompliziert von zu Hause aus zu praktizieren. Wer kein Gruppenmensch ist und die Dinge lieber mit sich allein ausmacht, sucht sich im Internet einfach einen sympathischen Trainer mit ausgezeichneten Bewertungen. Zum Beginnen wäre aber sicher eine persönliche Anleitung besser, damit sich keine Haltungsfehler einschleichen, die der Coach am Schirm ja leider nicht korrigieren kann. Gefragt ist neben Durchhaltevermögen auch ein wenig Geduld. Selbst wenn die ersten Gehversuche in Sachen Yoga eher wie Kinderturnen aussehen, lohnt es sich unbedingt, hier am Ball zu bleiben. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Vielen Dank fürs Zusehen!